So, hallo Menschen, eine neue Info. Und zwar, was ihr hier seht, ist jetzt zwar mein... Oh, jetzt wird es aber unscharf. Was ihr hier seht, ist mein Handy. Zeigt gerade an, ich bin hier offline. Mit anderen Worten, der Vodafonist war endlich da, hat das alles umgeklemmt und so weiter. Da ist dann nämlich nochmal so ein Typ gekommen, hat soweit alles eingestellt, umgeklemmt, aber Internet ging nicht, Telefon ging nicht. Und dann ist jetzt der Telekomiker gekommen und hat gesagt, ja, da war jemand von der Subunternehmen war jemand da und jetzt funktioniert alles soweit top. Also sprich, ich habe wieder Highspeed-Internet, DSL, das ist die erste gute Nachricht. Zweite gute Nachricht liegt auf meinem Schreibtisch. Ob ich es Let's Playen will, das liegt ganz an euch. Es gibt jetzt aber 100.000 andere Let's Player, die dies Let's Playen. Erschienen für eigentlich am 31., also normalerweise Erscheinungstermin, PC, Xbox, PlayStation 3, alle drei Sachen. Am 31. Oktober und es hat geheißen, nö, für PC kommt erst am 22. November. Wovon ich rede? Assassin's Creed 3. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, soll ich Assassin's Creed 3 Let's Playen? Entscheidung liegt bei euch, aber ich persönlich sage da nein. Hat nämlich folgenden Grund, ich habe ja versucht Assassin's Creed 1 zu Let's Playen und... ich hatte es damals, war es letztes? Ja, es war letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich es soweit geschafft, die Hälfte vom Spiel soweit aufzunehmen. Jetzt klingelt doch noch das Telefon im Hintergrund. Super. Ich verfluch's jetzt schon. War doch angenehmer ohne Telefon. Ja, auf alle Fälle habe ich Assassin's Creed die Hälfte durchgehabt. Habe ja alles soweit aufgenommen, gerendert und so weiter. Bloß mit dem Hochladen gab es jede Menge Probleme. Und das Spiel hat dann gemeint, abspielen zu müssen. PC war ja auch hinüber. Hab alles wieder versucht weiterzumachen, aber Problem war, gleich nach dem ersten Attentat von, wer war das, Tamir? Ja doch, schmiert ständig das Spiel ab und ich hab's bleiben lassen. Daher meine Frage, soll ich Assassin's Creed 3 Let's Playen? Ist die andere Frage. Dann habe ich gerade noch Steam offen. Da schauen wir jetzt doch mal. Da gibt es gerade super tolle Angebote. Das sind ja Herbstangebote. Was geplant wäre eventuell? Saints Row the Third hätte ich eventuell im Angebot als Let's Play, vielleicht als Together. Ich weiß es noch nicht. Sniper Elite V2 sollte eigentlich auch ein Together werden. Jetzt habe ich ja wieder Internet. Vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit. Dann, was hätte ich noch im Angebot? Assassin's Creed Revelations, aber nee, darauf habe ich keine Lust, das zu Let's Playen. Wie gesagt, dazu will ich erstmal Assassin's Creed, dann Assassin's Creed 2, dann Assassin's Creed Brotherhood und dann Revelations und dann Assassin's Creed 3. Also, ich überlasse euch trotzdem die Meinung, wenn wirklich alle sagen, ja, mach, wir würden es gerne ansehen, dann okay, wenn nicht, dann auch recht. Was ich noch eventuell geplant... Ich muss erstmal hier die ganze Liste hier durchsuchen. Portal 2 Together wird irgendwann noch kommen, hoffe ich doch mal. Wenn die Herzallerliebste mal ihren Hintern dazu bewegt. Problem wird allerdings sein, dass ich... Also wir haben jetzt der 23.11. Ich weiß jetzt nicht, wann ich dieses Video hier hochlade. Vielleicht heute noch oder am 24. Fakt, in genau einem Monat ist Weihnachten. Ich rufe jetzt mal kurz meinen Arbeitsplan mal ganz kurz hier auf. Und zwar wird es wahrscheinlich sein, dass ich vom 10. bis zum 24. komplett durcharbeiten muss. Also von Montag bis Samstag. Und die andere Woche vom 17. bis zum 23. also auch am Sonntag. Heißt also, ich werde nicht zum Let's Playen kommen. Ist allerdings nicht so tragisch. Legacy of Kain Defiance habe ich ja soweit fertig aufgenommen, ist alles fertig hochgeladen, ich werde nur täglich oder alle zwei Tage eine Folge veröffentlichen. Portal 2 ist ebenfalls fertig, die Einzelspielerkampagne, und muss auch noch
fertig hochgeladen werden. Und was ich nebenbei noch hochlade, ist ein neues Let's Play-Projekt. Ich würde mal sagen, das kommt dann als nächstes, beziehungsweise Portal 2. Naja, ich würde mal sagen, das war's mit den Infos und ja, I'll be back. Bis dann, tschö mit dö. Halt noch, eine kleine Frage noch, was ich mir überlegt habe. Bioshock und Bioshock 2. Wollt ihr das sehen? Ja, nein? Schreibt es einfach in die Kommentare. Assassin's Creed 3, ja oder nein? Bioshock 1 und 2, ja und oder nein? Ich überlasse euch da die Meinung und ansonsten lasst euch einfach überraschen. Bis dann, tschö mit dö.